Jo Leute, was geht? Der Arthur ist mal wieder am Start und heute mal mit einem kleinen Review. Es geht heute mal nicht um Singleboarding, es geht heute um die GoPro Hero 3 Black Edition, also eine Multicam, eine multifunktionelle Kamera. Ja, zu der GoPro an sich, erstmal später, also gekauft habe ich sie beim Mediamarkt für 389 Euro. Ich glaube, im Internet kriegt man sie dann billiger, aber halt ein bisschen weniger Equipment, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, bei mir wurde mitgeliefert die Fernbedienung für die Hero 3 Black Edition, aber auch die wasserdichte Case für die GoPro. Sehr, sehr stabil, muss ich wirklich sagen. Ich bin da mit der Case, also ich habe also schon mal zwei Klebedinger wurden mitgeliefert, also keine Fahrradhalterung oder Motorradhalterung oder so, die habe ich mir die Fahrradhalterung, die habe ich mir noch extra gekauft, also eine Klebedinger. Die halten wirklich enorm. Ich bin mit der mit meinem Motorrad 80, also nicht mit meinem Motorrad, von einem Kumpel, das bei ihm auf dem Gelände gefahren. Mit 80 gefahren, dann bin ich irgendwo gegengekommen und dann ist die GoPro runtergefallen und dann bin ich noch einmal mit dem Rad drüber und da ist kein Katz auf der Case und die GoPro ist noch voll funktionsfähig. Das ist wirklich schon mal Daumen hoch. Und ja. Und dann ist da noch hinten, also was man hier abmachen kann, eine Packung, eine ja hinten offene Case, also keine wasserdichte, ja, also keine wasserdichte Deckel, was auch immer, mitgeliefert worden, dass man halt besser den Ton aufnehmen kann, so viel an sich. Und ja, dann ein paar Kabel, also zwei Kabel, einmal für die Fernbedienung zum Aufladen und einmal für die GoPro zum Aufladen, also ein normales USB-Kabel, das mit dem P3-Player mitgeliefert wird, also mit einem normalen P3-Player. Davon habe ich irgendwie fünf rumliegen, dann wenn ihr euer Kabel, ist egal, verloren habt, euer Kabel halt verloren, so, dann könnt ihr halt das für die von eurem MP3-Player, wenn ihr halt, wenn das halt passt, ihr müsst halt da mal nachgucken, ja, dafür benutzen. Ja, die GoPro an sich jetzt, technische Details, die GoPro fotografiert mit 12 Millionen Pixel, das ist sehr, sehr gut. Also es reicht auf jeden Fall für sehr gute Bilder. Es sind halt Spiegelreflexkameras, die nehmen, was weiß ich, mit 24 Megapixel auf. Aber das ist denn, die Dinger kosten, was weiß ich, 5000 Euro oder so. Zum Beispiel Canon EOS 1D, die kostet fast 5000 Euro oder 5000 Euro mit Objektiv oder so, ist mir auch egal. Und die nimmt ja, mit 24 Megapixel, ich weiß es nicht, auf. Und ja, die GoPro nimmt 12 Megapixel auf und das Ding kostet nun 389 Euro. Und verglichen mit der Canon EOS 1D, nimmt die GoPro auf Full HD 60 FPS, also 60 Bilder die Sekunde auf. Da schafft die Canon EOS 1D auch, aber die Canon EOS 1D, die nimmt nur mit 60 Bildern 720p HD auf. Und dann mit 30 Bildern die Sekunde 1080p und für 5000 Euro. Und ja, aber diese Kamera ist eigentlich für professionelle Fotografen gedacht. Und die GoPro nimmt mit 1080p 60 Bilder die Sekunde auf. Dann kann sie noch 4K Cinema, das ist das Vierfache, also vierfaches Full HD aufnehmen. Was sie halt im Kino machen. So. Und das mit 15 Bildern die Sekunde, das ist eigentlich total unnötig für die Kamera, aber es ist cool. Und dann doppelten HD, also 2K Cinema, und dann 3K und dann 1K, weiß ich nicht genau jetzt, also dann 2K Cinema Quality, schon mit 30 Bildern die Sekunde, das reicht jetzt nicht für die überkrassen Slow Motions, aber es ist schon ziemlich cool. Man kann wirklich gute Videos machen, was soll's. Und dann mit 1080p, also 1440p kann die GoPro schon 48 Bilder die Sekunde aufnehmen, schon mal ganz cool. Denn 1080p, also Full HD, 60 Bilder die Sekunde reicht für sehr, sehr gute Slow-Mos, kann mich wirklich nicht beschweren. Und dann mit 960p HD 100 Bilder die Sekunde, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr viel und da reicht für sehr, sehr, sehr gute Slow-Mos. Und dann sagenhaften 120 Bildern die Sekunde in 720p HD. Das ist doppelt so viel wie die Canon EOS 1D schafft, also auf 720p HD.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und denn mit 480p, also normale YouTube-Qualität von Amateur-Videos, sage ich mal so, kann die GoPro sogar 240 Bilder die Sekunde aufnehmen. Das ist wirklich Respekt für so eine kleine Kamera. Und ja, die kann dann noch Burst-Shots machen, also Burst-Bilder. Mit 12 Megapixel Zeit-Timer kann man einstellen, alles in der GoPro. Ja, ich habe hier eine 8 GB Karte drin, damit kann man ungefähr so 35 Minuten ja, filmen, dauerhaft also. Und ja, wenn man jetzt eine größere Karte hat, die GoPro ist bei guter Benutzung eine Stunde, also mit dem kleinen Akku hier, ja, funktionierbar, aber mein Deutsch heute, also sie funktioniert, sage ich mal so, oder läuft mit dem Akku halt eine Stunde bei dauerhafter Benutzung, eine Stunde 30 Minuten kommt rum und drauf an. Es kommt also, es ist wirklich temperaturabhängig. Ich war mal mit meiner Canon EOS 600, nee, aber EOS 750D draußen und habe halt das Video für Trivium Fingerboards gemacht und da war es wirklich so heiß und ich musste mich, also ich habe also die meisten Tricks bei First Try gestanden. Und ich bei ein paar Tricks musste ich mich beeilen, also bei den letzten, weil die Kamera schon rot war von der Akkuanzeige, weil es wirklich so warm war und das übel Akku zieht. Es kommt halt immer auf die Temperatur. Ja, und dann gibt es noch diese Akku-Backpacks, damit kann man bis 4 Stunden, glaube ich, aufnehmen. Dann braucht man halt eine größere Case. Ja, das war es mal so an sich zu der GoPro und ich kann sie wirklich nur empfehlen für Profis oder Amateure. Die GoPro ist einfach nur eine super Multifunktionskamera. Ja, von mir kriegt die GoPro Hero 3 Black Edition Daumen hoch. Mir gefällt sie wirklich komplett ausreichend. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren, das Ding ist stabil wie sonst was. Ich bin mit dem Motorrad drüber gekachert. Also das Motorrad wiegt 110 Kilo und das mit 80 km/h. Deswegen ist noch ein bisschen weiter geworden. Das Ding hat keinen Kratzer. Also kann ich das Ding nur empfehlen. Daumen hoch. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht gebt ihr mir sogar einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, ich mache jetzt mehr Fingerboard-Videos, mehr Let's Plays, mehr Reviews von allen möglichen aus der Welt. Wenn euch das Video gefallen hat, oder, ja, wenn ihr halt mehr sehen wollt, liken, abonnieren. Dann danke fürs Zuschauen. Haut rein.